Heute für euch 10 Dinge, die du noch nicht über Hagrid wusstest. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über Rubeus Hagrid sprechen, der eindrucksvoll von dem talentierten und kürzlich leider verstorbenen Robbie Coltrane verkörpert wurde. Coltrane, bekannt für seine Darstellung von Hagrid, verstarb bedauerlicherweise im Alter von 72 Jahren. Er hatte in den letzten Jahren mit gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen und verstarb schließlich in einem Krankenhaus nahe seinem Wohnort in Schottland. Rubeus Hagrid wird aber natürlich für immer in den Herzen der Fans verankert sein und deshalb habe ich heute eine Liste von 10 Dingen zusammengestellt, die du höchstwahrscheinlich noch nicht über Hagrid wusstest. Bevor wir aber starten, tut mir bitte einen Gefallen und abonniert den Kanal. Meine Analysen zeigen mir, dass die meisten von euch, die meine Videos gucken, noch nicht abonniert haben. Ihr würdet mir damit echt helfen, also pausiert das Video kurz, drückt einfach auf Abonnieren und genießt das Video danach. Aber ohne weitere Umschweife, lasst uns direkt loslegen. Nummer 1. Sein erster Zauberstab. Es mag ungewöhnlich erscheinen, aber Hagrid hatte früher einen Zauberstab, bevor er zu dem Regenschirm griff, den wir alle kennen. Dieser Regenschirm verbirgt tatsächlich seinen ursprünglichen Zauberstab. Hagrids erster Zauberstab war ein beeindruckender langer Eichenstab von 16 Zoll Länge, dessen Kernmaterialien unbekannt bleiben. Traditionell haben Personen mit einem Eichenstab eine besondere Verbindung zur Magie der natürlichen Welt. Die Flexibilität des Stabs deutet auf Hagrids Anpassungsfähigkeit hin, während seine beträchtliche Länge seine imposante Statur und eindrucksvolle Persönlichkeit widerspiegelt. Nummer 2. Hagrids Hogwarts-Haus. Über die Jahre hinweg gab es viele Spekulationen und zahlreiche Theorien bezüglich Hagrids Zugehörigkeit zu einem der 4 Häuser in Hogwarts. Es stellt sich jedoch wenig überraschend heraus, dass Hagrid keinem anderen Haus angehört als Gryffindor. Angesichts von Hagrids Mut, Güte und noblen Taten dürfte diese Zugehörigkeit kaum jemanden überraschen. Obwohl sein Haus in den Büchern nicht explizit erwähnt wird, bestätigt ein Artikel auf der Wizarding World Website diese Informationen. Damit wird dieser Aspekt auch offiziell anerkannt. Schreib doch gerne mal in die Kommentare, zu welchem Hogwarts-Haus du eigentlich gehörst. Nummer 3. Hagrid basiert auf einer realen Persönlichkeit. Es ist faszinierend, wie viele Charaktere in der Harry Potter-Reihe tatsächlich von realen Personen inspiriert wurden. Zu den bekannten Beispielen gehören Figuren wie Severus Snape, Harry Potter, Ronald Weasley oder sogar Gilderoy Lockhart. Daher dürfte es nicht überraschend sein, dass auch Hagrid auf einer echten Person basiert, genauer gesagt auf einem Biker. Laut Robbie Coltrane, dem Darsteller von Hagrid, wurde das Charakterdesign durch einen realen Biker beeinflusst. Coltrane zitierte J.K. Rowling, die ihm erklärte, dass ihre Vorstellung von Hagrid auf einem Hell's Angel basierte, den sie im West Country getroffen hatte. Coltrane erinnerte sich an Rowlings Beschreibung des Bikers als einfach riesig und furchterregend und an seine humorvolle Anekdote über die Herausforderungen mit seinen Petunien im Garten. Nummer 4. Hagrids bedeutende Rolle in der Geschichte. Zu Beginn von Der Stein der Weisen erleben wir, wie Hagrid den jungen Harry Potter zu den Dursleys bringt. Diese Szene war von tiefer Emotion geprägt, da der gütige Halbriese sicherlich gerührt war und sich nur schwer von Harry Potter lösen konnte. Doch viele sind sich vielleicht nicht bewusst, dass diese Szene nicht nur Hagrids Charakter vertieft, sondern auch den Weg für eine ähnlich bewegende Szene in die Heiligtümer des Todes ebnete. In einem Interview enthüllte J.K. Rowling, dass sie stets vorhatte, Hagrid Harrys leblosen Körper während der Schlacht von Hogwarts aus dem verbotenen Wald tragen zu lassen. Sie betonte, dass dieser Akt des Tragens am Ende des Buches symbolisch sei, da er an das Anfangsereignis erinnerte, bei dem Hagrid den Säugling Harry trug. Dieses berührende Bild des ersten Buches diente als schützendes Motiv und gewährleistete Hagrids fortwährende Präsenz in den kommenden Geschichten. Nummer 5. Hagrids ungerechte Haft in Azkaban. In die Kammer des Schreckens wird Hagrid fälschlicherweise in das Zauberergefängnis Azkaban geschickt, da man ihm vorwirft, die Kammer des Schreckens erneut geöffnet zu haben. Natürlich war Hagrid unschuldig, doch das verhinderte nicht, dass Cornelius Fudge ihn zum Sündenbock machte und dahin schickte. Azkaban ist berüchtigt dafür, seine Insassen physisch und auch psychisch zu zerstören. Die Dementoren, die düsteren Wächter des Gefängnisses, sind maßgeblich dafür verantwortlich. Sie entziehen den Gefangenen ihre Lebenskraft und lassen sie vorzeitig altern. Beachtenswert ist jedoch, dass Hagrid trotz seiner kurzen Haftzeit in Azkaban seinen Verstand bewahren konnte. Als Hagrid schließlich aus dem Gefängnis entlassen wurde, gab es unter den Dementoren Unruhen. Sie verloren eine wertvolle Nahrungsquelle, ein Individuum mit intensiven Emotionen, von denen sie sich ernähren hätten können. Nummer 6. Der nicht fähige Patronus.
In der Welt von Harry Potter wird der Patronuszauber oft als ein Meilenstein in der Entwicklung magischer Fähigkeiten betrachtet. Er symbolisiert Hoffnung, Freude, Überlebensfähigkeit und Reinheit in einer physischen Form. Als mächtige Abwehr gegen die dunkle Macht der Dementoren dient der Patronus als leuchtendes Symbol gegen Dunkelheit und Verzweiflung. Doch es mag überraschend sein zu erfahren, dass Hagrid trotz seiner tiefen magischen Verbindung zu Kreaturen keinen Patronus heraufbeschwören kann. J.K. Rowling enthüllte in einer Twitter-Fragerunde mit Fans, dass Hagrid diesen speziellen Zauber nicht beherrscht. Dies unterstreicht die Komplexität und den anspruchsvollen Charakter des Patronus-Zaubers, besonders wenn man bedenkt, dass er in der Regel in Form eines tierischen Beschützers erscheint. Nummer 7. Hagrids Rolle als Tierimporteur. In der Welt von Harry Potter begegnen wir einer Vielzahl faszinierender Kreaturen. Man könnte sich jedoch fragen, warum sind viele dieser außergewöhnlichen Wesen in der Nähe von Hogwarts zu finden? Der verbotene Wald liegt zwar nähe der Schule, doch in den Büchern wird hervorgehoben, dass einige dieser Kreaturen extrem selten sind, darunter Testrale und Akromantulas. Es stellt sich heraus, dass Hagrid derjenige ist, der sowohl Testrale als auch Akromantulas nach Großbritannien brachte. Testrale, mysteriöse Geschöpfe, die mit dem Tod assoziiert werden, gelten vom Zaubereiministerium als gefährlich. Dennoch gelang es Hagrid, einen männlichen und 5 weibliche Testrale zu zähmen und sie nach Hogwarts zu bringen. Diese Herde stellt die einzige bekannte gezähmte Gruppe dieser Kreaturen in England und möglicherweise weltweit dar. Darüber hinaus ist Hagrid auch für die Einführung der Akromantulas in England verantwortlich, obwohl sie ursprünglich in Borneo beheimatet sind. Nachdem er Aragog in den verbotenen Wald gebracht hatte, fing er ein weibliches Exemplar namens Mosak ein. Die daraus resultierende Kolonie von Aragog und Mosak stellt die einzige bekannte Akromantula-Kolonie in England dar. Nummer 8. Die Bedeutung seines Namens. Hagrids voller Name, Rubius Hagrid, trägt wie bei vielen anderen Charakteren in der Geschichte eine tiefere Bedeutung. Sein Name wurde nicht zufällig gewählt. Hagrid, bekannt für seinen Hang zum Feiern und gelegentlichen Besuchen in Kneipen, hat einen Namen, der genau diese Eigenschaft unterstreicht. Das Wort Rubius ist mit Rudy verwandt, was im Englischen rötlich bedeutet und oft im Zusammenhang mit Personen verwendet wird, die viel trinken. Nummer 9. Hagrids Schwäche. Obwohl Hagrid ähnlich wie der renommierte Magizoologe Newt Scamander eine tiefe Liebe und Kenntnis für magische Kreaturen besitzt, gibt es eine überraschende Ausnahme. Katzen. Trotz seiner Expertise und Leidenschaft für magische Geschöpfe ist es bemerkenswert, dass Hagrid eine klare Abneigung gegen diese Vierbeiner hegt. Im Stein der Weisen offenbart Hagrid Harry, dass er kein Fan von Katzen ist, da sie bei ihm allergische Reaktionen auslösen. Aus diesem Grund überraschte er Harry mit einer Eule, Hedwig, als Geburtstagsgeschenk, anstatt ihm eine Katze mitzubringen. Nummer 10. Spätzündende Magie. Bei manchen magischen Kindern entfalten sich ihre Zauberkräfte erst, wenn sie spezielle Anreize erhalten oder die richtigen Umstände eintreten. Oft bleibt diese magische Begabung für eine lange Zeit verborgen. Bei Hagrid war dies der Fall, denn seine magischen Fähigkeiten traten erst in Erscheinung, nachdem er seinen Zulassungsbrief für Hogwarts erhalten und seinen ersten Zauberstab bei Ollivanders erworben hatte. Während seiner Kindheit erlebte Hagrid nie einen Moment, der seine Emotionen so stark auslöste, dass dadurch seine magischen Kräfte zum Vorschein kamen. Und damit sind wir wieder mal am Ende angekommen. Wusstest du das alles schon über Hagrid oder gab es in diesem Video etwas Neues für dich? Schreib es gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da für den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich versuche die 50.000 Abonnenten zu erreichen und deswegen wäre es sehr hilfreich, wenn du ein Abo da lässt. Ich danke dir. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.